In Berlin sind wir jetzt mit Hans-Christian Ströbele verbunden. Schönen guten Tag. Das scheint irgendwie juristisch alles sehr problematisch zu sein. Wie optimistisch sind Sie, dass Edward Snowden tatsächlich von deutschen Politikern befragt werden kann? Wenn man es wirklich will, die Bundesregierung und das Parlament oder das Parlament alleine, dann kann man das möglich machen. Dazu gehört allerdings Mut gegenüber Präsidententhronen, also auch gegenüber dem Thron des amerikanischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten. Sie sprechen vom politischen Willen. Nun ist ja die Aussage Snowdens nur die eine Seite. Wie sollten denn die Behörden vorgehen, um die NSA-Spähaffäre in Deutschland aufzuarbeiten? Reicht da eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, einen Untersuchungsausschuss? Nein, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Ich habe jetzt eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beantragt, weil ich dem Gremium berichten will, was ich von Herrn Snowden erfahren habe, gerade zu der Frage, wie können wir das aufklären? Alle sagen doch in Deutschland, ich kenne kaum noch jemanden, der das bestreitet, auch die Union nicht, auch die Regierung nicht, dass dieser Spionageskandal in seinen Dimensionen aufgeklärt werden muss, insbesondere wer von den Regierungsmitgliedern wann, vielleicht auch von der rot-grünen Regierung, ausspioniert worden ist. Auch um die Vergangenheit festzustellen, vor allen Dingen aber auch, um für jetzt und in Zukunft auszuschließen, dass das wieder geschieht. Da haben wir alle ein gravierendes, grundlegend existenzielles Interesse dran. Und da muss es doch möglich sein, die politischen Voraussetzungen anzunehmen, entweder um Herrn Snowden hier Aufenthalt zu gewähren oder Asyl zu gewähren. Müsste der Fall Snowden nicht auch Thema bei der Regierungsbildung sein, sprich in den laufenden Koalitionsverhandlungen? Soweit ich gehört habe, soll das der Fall sein. Ich begrüße das außerordentlich. Ich hoffe, dass dann da auch in die richtige Richtung verhandelt wird. Und ich freue mich, dass mein Besuch in Moskau gestern bei Herrn Snowden jetzt möglich war, wo ich auch die Botschaft aus Moskau bringen konnte von Herrn Snowden. Vielleicht nimmt man auch in den Regierungsverhandlungen, in den Koalitionsverhandlungen Bezug darauf, berücksichtigt das, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, für diese Information, für dieses Gespräch nach Berlin, Herr Ströbele, herzlichen Dank. Ja, bitte sehr.